Die letzte Schicht von meinem Torfall ist getrocknet. Die Kabel sind angeschlossen. Ich räume sie jetzt noch schnell weg. Das Haus ist soweit positioniert und fertig. Ja. Als nächstes ist damit die Oberflächengestaltung dran. Und dazu möchte ich wieder Sand verwenden, wenn ich ihn finde. Ich habe ja eine ganze Tüte noch. Das gibt's doch nicht. Ja, da hinten steht er. Meine letzte Tüte vorm Sand von Max Bar. Und verfestigt wird das Zeug, wie ich es seit ewigen Zeiten gemacht habe, mit Leimwasser. Fehlt mir jetzt noch eine Ampulle. Für das Leimwasser. Und ein Löffel. Für das Streuen. Ich arbeite von oben nach unten. Der Vorteil von Sand gegenüber Spachteln liegt darin, dass dieser Sand unglaublich billig ist. Im Gegensatz zu Spachtelmasse. Und dass er eine raue Oberfläche bietet, auf der später das Torfstreuzeug gut haften wird und auf dem auch jeder andere Bewuchs gut haftet. Und dass man viel besser die Form erreichen kann und dass vor allen Dingen keine Spachtelkanten bleiben, die man nachher schleifen muss. Hallo? Hallo? So, da habe ich schon mal einen Haufen aufgeworfen. Und das möchte ich natürlich auch gleich durchfeuchten. Einfach von oben runter. Das Leimwasser sucht sich schon seinen Weg und durchfeuchtet alles komplett. Hier kann man jetzt noch nach vorn und zudrücken wieder. Das Leimwasser habe ich noch mit Priel oder irgendeinem anderen Spülmittel verdünnt.
Um die Oberflächenspannung zu mindern, dann zieht es besser durch die Sandkörnchen ab. Man kann das ruhig einen Moment ruhen lassen, bis es ganz abgezogen ist. Ich schneide mir derweil mal eine Maurerquelle für die Kanten. So kriege ich einen scharfen hinteren Abschluss. Mein Wasser ist jetzt schon ein gutes Stück abwärts gewandert. So, die Portion lasse ich jetzt in Ruhe sacken und wandern und hole mir in der Zeit schnell etwas Torfstreu. Das ist aus der Buschpackung. Ich fülle das mal in eine Tasche oder Tasse um. So, jetzt nach der Methode, wenn es sowieso schon feucht ist, dann kann ich auch noch Torf drauflegen.
Ja, mit dem Torf habe ich mich dann ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelegt. Da rennt mir die Zeit jetzt weg.